Jo Leute, es geht weiter hier in dieser komischen dunklen Villa. Auf der Suche nach Relm. So. Wir wagen uns einfach mal weiter nach vorne. Was haben wir da? Eine Tür und ein Stuhl. Interessante Bilder. Nicht die schon wieder. Also ich werde als erstes mal diese Scheißviecher hier wegboxen. Der dürfte schon down sein. Wenn meine Kettensäge jetzt noch mächtig reinhaut, dann dürfte der auch besiegt sein. Yeah. Und jetzt zu diesen komischen Tänzern da. Ich hasse diese Viecher echt. Dann müssen die immer hier ihren blutigen Tanz aufführen. Oh, das nervt sowas von dermaßen. Na gut. An dieser Stelle möchte ich ein paar User mal wieder grüßen. Ich grüße an dieser Stelle mal ShortyCuber. FatalisBreaker grüße ich. Tornupto96, Schlumpfkiller, Suna Angel, mein Schatzi. Dann grüße ich noch TheMig91, Deathbone2048 und an dieser Stelle auch noch mal seit langem The Sorrow. Und dann werde ich noch Janika die Ruffy grüßen. Tamiko-chan. Yeah. Yeah, 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 yeah. Shadow LP. Raven Knight. Das sind alles so Leute, die ich gerne grüße. Das alte Schachtle, die hat mich von hinten angegriffen. Oh. Ich weiß, eine Tür, die führt mich wieder an den Anfang dieses Dungeons zurück. Ich weiß aber nicht mehr welche. Oh, hier geht's zu einer Kiste, wie ich sehe. Oder? Ja. Boki-Kostüme halten. Oh yeah. So viele Kostüme, jetzt kann ich aussuchen, mit was ich hier. Ah, ja, hier. Hier war das irgendwas. Irgendeine Tür führt mich wieder an den Anfang zurück. Ha, genau, diese Tür. Okay. Diese Tür nehmen wir also das nächste Mal nicht mehr. Vielleicht die ganz linke. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist ein Scheißviech hier. Katadorius. Was? Katadorius. Okay. Na los, verreckt ihr Scheißviecher, echt. Oh. Eigentlich haben die Gegner nichts auf dem Kasten, also wenn man das mal so sagt. So sieht. Also, sie sind eigentlich wirklich sowas von billig. Die Qualkatzen. Ja, die Qualkatzen. Wir kennen ja die Monster namens Qual aus verschiedenen Final Fantasy Teilen. Hallo? Trifft doch mal einer, ey. Scheißviecher. Aber, naja, die sehen ja eher aus wie Schmusekatzen hier. Bounce! Schmusekatzen! So sehen die aus. Okay. Okay, okay, okay. Die Tür ist zugeschlossen. Was ist, wenn ich hier durchgehe? Dann komme ich auch wieder hier an. Oh, Mann. Ich hasse es echt. Ich hasse es echt, ey. Dann noch diese scheiß Kämpfe jedes Mal. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Oh ja, das ist gut. Instant... Miss. Miss. Das ist immer gut. Die Gegner, die gehen mir echt auf den Keks hier. Sie sind nicht allzu schwer, aber sie sind lästig. Und das nervt ein bisschen. Dass sie immer so lästig sein müssen. Na komm. Stilett. Das denn jetzt hier. Boah. Ey, hier geht aber auch dauernd irgendeiner down, echt. Ja, man merkt es vielleicht, also langsam regt mich das Spiel ein bisschen auf, weil die Gegner sind echt sowas von abgefuckt, ey. Langsam regt mich das ein bisschen auf, ey, die ganze Scheiße. Na los, geht er. Vor allem dieses Dungeon, ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Totenringe halten hier hinten. Aha. Ach, hier geht's lang. Man muss warten, bis sich die Tür öffnet. Okay, okay. Ein Totenring, ein Katadorius. Oh, nicht die schon wieder. Die trifft man immer so schlecht, deswegen werde ich jetzt hauptsächlich Specials anwenden. Feng dürfte den Kampf jetzt beenden. Boing. Yeah. Als ob diese komischen Geier auch so viel HP hätten. Das glaube ich nicht so wirklich. Wo geht's jetzt lang? Was ist das denn da drüben? Schwebende Kisten. Okay. Okay. Die Kisten müssen also auf mich drauf fallen, oder wie? Damit ich deren Inhalt bekomme. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also,
An dieses Dungeon kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern. Beziehungsweise an diesen Abschnitt, auch diese Katzen, die sind ja sowas von putzig. Sowas von putzig. Oh, Edgar, Sabin macht sehr viel Schaden hier bei diesen Viechern. Kann ich die Kisten jetzt öffnen? Ja, 239 Gil erhalten. Ja, man muss aber jetzt gegen jede einzelne Kiste hier kämpfen, oder was? Oh mein Gott. Naja, gut. Ist ja nicht so wild. Machen wir ja gerne. Erfahrungspunkte haben wir auch gerne. Wirklich gerne. Also wir lieben Erfahrungspunkte und Kämpfe und alles drum und dran. Also es gibt wirklich Spiele, da nervt es mich zu kämpfen. Mystic Quest Legend zum Beispiel. Ein uraltes Spiel für den SNES. Da muss man wirklich abartig viel kämpfen. Eine Potion. Wofür mache ich das denn eigentlich? Für solche scheiß Items? Da muss man wirklich abartig viel kämpfen. Und da ist mir das hier bei Final Fantasy 6 schon tausendmal lieber. Deswegen möchte ich gar nicht meckern. Ich kämpfe einfach. Oh, zwei sind schon erledigt. Der blutige Tanz. Naja, tanz im Jenseits weiter, du olle Kuh. Zack, zack, zack. Yeah. So, dreimal GEP. Was haben wir hier drin? Äther erhalten. Naja, das sind eigentlich alles so Sachen, was man eigentlich nicht so wirklich braucht, oder? Aber gut. Gut, gut, gut. Ich bin schon still. Weiter geht's hier im Programm. Boah, 4000 Schaden. Krasse Sache. Ja, ich muss sagen, also, die werden schon alle langsam ziemlich imbar. Von der Stärke her relativ stark alle. Ich hoffe, ich schaffe es in diesem Video jedenfalls noch bis zu dem Bosskampf zu kommen, weil ich möchte jetzt auch nicht 1000 Videos nur für das Dungeon hier verbrauchen. Goldnadel erhalten. Goldnadel erhalten. Oh mein Gott. Und schon wieder so ein scheiß Gegnerschwall, ey, echt. Okay, du greifst die an, du machst Kenjutsu, du machst deine Autoarmbrust und ja, du machst gar nichts. Du greifst an. Okay, der ist auch schon hinüber. Die Kämpfe, die kosten so abartig viel Zeit. Ich weiß gar nicht. Ja, rausschneiden wäre natürlich am besten, aber irgendwie, nee. Irgendwie lassen wir das so. So. Was haben wir denn da, wenn wir auf diese Schatten treten? Gar nichts. Jetzt muss ich, glaube ich, das hier ansprechen. Das, nee. Oh, welches Bild muss ich denn jetzt ansprechen? Oh, diese Gegner, die nerven einen richtig. Die sacken einen richtig an. Naja. Nein, nicht du. Du Gadgets, Auto, Armbrust, yeah. Mit Drillmesser. Die können auch alles schmeißen, habe ich so das Gefühl langsam. Aber trotzdem, ihr Stilett hat bis jetzt am meisten Schaden gemacht. Dolch. Oh nein, lass Cyan in Ruhe. Verschone ihn. Okay, und du bist down. Yeah. Savage steigt eine Stufe auf. Perfekt. Perfekt. Und Level-Ups freue ich mich natürlich immer gerne. So, einmal durchhalten. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, welches Bild ich anreden muss. Das da? Eventuell öffnet sich dann die Tür. Was haben wir da denn? Nakamitsche. Keine Ahnung. Ein komischer, unaussprechlicher Name. Oh, Countdown. Ein Todes-Countdown. Todesurteil. Naja. Sollte mich jetzt nicht abhalten. Ich glaube, innerhalb von 15 Sekunden sollte man diesen Gegner besiegt haben. Perfekt. Öffnet sich jetzt eine Tür? Ja, eine Tür erscheint. Es geht hier weiter. Oh ja, und ein Savepoint erscheint. Wo wir auch gleich mal ein Zelt benutzen werden. Zelte sind immer gut. Und hier gibt es jetzt auch so eine Sache. Das sind auch wieder zwei Türen. Wenn ich die eine Tür rausgehe, dann komme ich wieder an den Anfang zurück. Ich glaube aber, ich muss durch die hintere Tür. Ich glaube, das ist die richtige. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ich hoffe es nicht. Weil ich habe keine Lust, das Ganze normal zu durchrennen. Und wenn, dann mache ich es offscreen. Ganz klar. Ich hoffe, es war die richtige Tür. Sie ansteigt eine Stufe, yeah. Ja, es war die richtige Tür. So, oh, was haben wir denn da für einen? Was ist das für einer? Und da ist Realm, wie wir sehen. Ach, Ozer. Ich flehe euch an. Rettet dieses Bild. Das Bild retten?
Das Bild meiner ehrwürdigen Göttin ist von einem Dämon besessen. Ein Dämon? Ja, ein Dämon. Und ein äußerst hartnäckiger dazu. Er lässt sich kaum hervorlocken. Ah! Relm, du darfst das Bildnis der Göttin nicht angreifen. Es würde alles nur schlimmer machen. Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Okay, Chadanook hat gesprochen. Trotzdem an dieser Stelle ein kleinen Cut. Und das nächste Mal geht's hier weiter in Osas Villa. Gegen den Bilddämon. Bis zum nächsten Mal, euer Lucifer.